Die richtige Jeans zu finden, kann ja manchmal echt eine Lebensaufgabe sein. Und ich muss euch gestehen, ich glaube, ich habe schon ungefähr alles an Jeans Form und Farbe schon mal getragen in meinem Leben. Und heute schauen wir uns nochmal an, welche Jeans uns denn unvorteilhaft aussehen lässt und welche für welchen Figurtyp wirklich geeignet ist. Hüpfen wir rein ins Video. Kurze Disclaimer, Sarah, vorweg. Natürlich dürft ihr jedes Jeansmodell tragen, auf das ihr Bock habt und was euch einfach persönlich gefällt. Sei es jetzt gut für euren Figurtyp oder vielleicht schlechter geeignet für euren Figurtyp. Das ist schon mal wieder ganz wichtig vorneweg. Und ich habe natürlich nur diese eine Figur, die ich halt habe. Also eine Jeans wird halt besonders herausstechen, dass die mir am besten steht. Ich habe trotzdem viele verschiedene Jeansmodelle heute mit reingenommen, die ich natürlich für euch anziehe, um euch zu sagen, was hier die Vor- und Nachteile sind, beziehungsweise für welchen Figurtyp welche Jeans am geeignetsten ist. Und auch ich gestehe, es gibt eine Jeans, die trage ich, obwohl sie nichts für meine Figur tut. Aber das werdet ihr dann gleich noch sehen. Beginnen wir mit dem A-Typ. Ganz generell sagen die Figurtypen etwas darüber aus, wie ihr proportioniert seid und beziehen sich nicht unbedingt auf eine Kleidergröße. Beim A-Typ ist es so, dass ihr oben eher schmaler gebaut seid und unten so ab der Hüfte und den Oberschenkeln weiter im Verhältnis zum Rest des Körpers. Ihr könnt euren Figurtyp relativ einfach daran ermitteln, wenn ihr euch mal vor den Spiegel stellt, am besten nackt oder halt in Unterwäsche, Bikini, wie auch immer, und schaut, wie ist das Verhältnis zwischen Schulter und Hüfte. Daran kann man immer relativ gut erkennen, was bin ich denn für ein Typ. Der A-Typ kann ganz generell eine Jeans tragen, die gerne High-Waist geschnitten ist und dann auch ein bisschen enger anliegend ist und gleichzeitig ein leicht ausgestelltes Bein hat oder aber auch einen Straight Cut. Das seht ihr hier direkt an meinem Beispiel. Das ist tatsächlich eine Jeans, die für mich auch perfekt geeignet ist. Ich bin so eine Mischung aus A- und X-Typ, aber auch das wandelt sich bei mir momentan ein bisschen. Und da könnt ihr an Schuhen letztendlich auch ein bisschen machen, worauf ihr Bock habt. Ich habe jetzt heute mal so einen Mule drauf angezogen, aber es gehen auch super gut Sneaker oder im Winter beispielsweise eine Stiefelette, die eng am Knöchel anliegt und unter dem Bein verschwindet beispielsweise. Und oberteilmäßig könnt ihr da auch so ein bisschen machen, wo euch nach ist einfach. Also ihr könnt was reinstecken in den Hosenbund, so wie ich das gemacht habe, oder was Crop-mäßiges anziehen oder etwas Längeres anziehen. Das ist dann letztendlich Geschmackssache. Aber für den A-Typ ist so eine Jeans eigentlich am besten geeignet, um letztendlich die Beine auch schön zu betonen. Der Y-Typ hat sehr, sehr breite Schultern und läuft dann schmaler aus sozusagen. Das heißt, eure Schultern sind wesentlich breiter als eure Hüfte und eure Beine sind in der Regel relativ schlank zum Rest der Proportionen. Wenn ihr jetzt immer geglaubt habt als Y-Typ mit eurem breiten Kreuz, ich finde ja keine Klamotten, good news, ihr könnt eigentlich fast jede Jeans tragen, Leute, ist das nicht großartig? Ihr könnt zum Beispiel eine Skinny Jeans, eine Wide Leg Jeans oder auch eine Straight Cut tragen und ihr könnt wählen zwischen einem mittleren Bund oder einem High-Waist-Bund. Das ist so ein bisschen dann Präferenzsache einfach für euch. Um eure Proportionen so ein bisschen besser auszugleichen und von dem breiten Kreuz abzulenken, könnt ihr beispielsweise auf eine hellere Waschung in der Hose gehen, in der Jeans, und dann zum Beispiel ein gedeckteres, dunkleres Oberteil anziehen. Aber das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde, das ist so ein Zusatztipp, muss man aber nicht unbedingt machen. Es ist sowieso immer ganz besonders wichtig, dass wir uns mit unserem Figurtyp einfach anfreunden und den gut finden, egal wie er gerade aussieht. Und ihr könnt zum Beispiel auch sehr gut die Mom Jeans tragen. Ein Modell, das ich persönlich auch wahnsinnig liebe, das wisst ihr, wenn ihr schon öfter mal Jeans-Videos von mir gesehen habt. Und ich weiß natürlich, dass die für meine Figur jetzt nicht unbedingt die beste Wahl ist. Mir ist das aber so ein bisschen egal, weil ich finde die halt saubequem und ich liebe diese Optik und dieses lässig Sportliche von der Mom Jeans. Aber für den Y-Typ ist das natürlich auch eine sehr, sehr gute Wahl. Der H-Typ zeichnet sich dadurch aus, dass ihr eine recht gerade geschnittene Figur habt und eure Schultern, Hüfte und auch meistens Taille relativ geradlinig verlaufen. Ihr könnt super gut die Skinny Jeans natürlich tragen oder aber auch eine Straight Cut. Und wenn ihr da richtig Bock drauf habt und so ein bisschen auch Back to the 90s machen wollt, könnt ihr super gern die Flared oder Schlaghose wählen. Die gleicht dann durch das sehr, sehr weite Bein einfach die Proportionen noch ein bisschen aus und bringt euch wieder ein
kleines bisschen mehr Figur sozusagen in euren recht geradlinigen Körper rein. Und ihr könnt außerdem damit sehr nice den Pobbes betonen, denn die Schlaghose ist auf jeden Fall ein Modell. Da hat man meistens einen sehr knackigen Po und sehr schlanke Oberschenkel drin und dann unten wird es natürlich weiter. Kommen wir zum X-Typ, wo ich mich momentan ein bisschen mehr einordnen würde. Diesen Figurtyp zeichnet aus, dass ihr Schultern und Hüfte ungefähr auf der gleichen Höhe habt, aber die Taille dadurch deutlich schmaler wird. Also letztendlich kann man sozusagen ein X in der Figur erkennen. Das ist anhand der Buchstaben meistens recht selbsterklärend. Und für diesen Figurtypen ist High Waist auf jeden Fall key, weil man dann einfach die Taille noch schöner betonen kann. Zusätzlich auch nochmal mit einem Gürtel, Oberteil in den Hosenbund reinstecken. Das sieht dann einfach mit am besten aus. Und ich habe euch ja am Anfang die ausgestelltere, kürzere Jeans gezeigt, aber auch eine klassische Skinny Jeans mit High Waist passt meiner Figur natürlich extrem gut und ist auch letztendlich das Modell, das ich mit am häufigsten im Kleiderschrank habe. Straight Cut geht allerdings auch ganz gut, kann man auch auf jeden Fall machen, besitze ich auch ein, zwei Hosen, die extrem gut aussehen und letztendlich ist es auch meistens sowieso eine Sache der Kombination, aber ich muss gestehen, so richtig in der gekürzten, leicht ausgestellten fühle ich mich gerade am wohlsten, bin mal sehr gespannt, was ihr sagt, welche Jeans mir heute am besten gestanden hat. Wenn ihr der O-Typ seid, das lese ich nämlich oft in den Kommentaren, dann habt ihr meistens echt richtigen Struggle mit eurer Figur und ich kann das total nachvollziehen. Der O-Typ zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass ihr Schultern und Hüfte zwar entweder in der gleichen Linie habt oder auch unterschiedlich, aber eure Taille bzw. euer mittlerer Körperbereich, der Bauch, einfach darüber hinaus steht. Also dann seid ihr wirklich dieses klassische O und da haben, glaube ich, viele ein Problem mit, weil der Bauch ganz generell bei uns Damen immer irgendwie die heißgeliebte Problemzone ist bzw. nicht. Aber auch für euch gibt es natürlich eine passende Jeans. Ihr könnt auf jeden Fall auch auf eine Straight Cut oder eine Skinny Jeans zurückgreifen, weil trotzdem meistens eure Beine relativ schmal sind und das solltet ihr dann unbedingt auch hervorheben und betonen, dass ihr tolle Beine habt. Es geht ja letztendlich bei diesen ganzen Kleidungsstücken und Styling-Tipps immer darum, seine Vorzüge hervorzuheben. Ihr solltet dabei aber darauf achten, dass die Jeans und der Verschluss sozusagen, also sprich Knopf, Reißverschluss oder halt wenn ihr einen Gürtel anziehen würdet, dass das nicht zu voluminös ist und sozusagen nochmal auf den Bauch quasi unschöne Formen wirft, sagen wir mal so, unter dem Oberteil. Da habe ich einen ganz heißen Tipp für euch, den ihr wahrscheinlich sowieso schon kennt und auch liebt. Seit einiger Zeit ist ja die Jeggings zurück. Ich habe ja letztes Jahr ein Video dazu gemacht und das ist natürlich ein Jeansmodell bzw. Jeansoptik, ja, die für den O-Typ einfach perfekt ist, weil ihr keine störenden Reißverschlüsse, Knöpfe oder sonstige Dinge habt und es trägt sich einfach wie eine Leggings. Stelle ich mir oder kenne ich natürlich, weil ich habe die ja selbst und ich liebe die. Es ist am Bauch einfach am angenehmsten, ne? Vor allem, wenn man dann einfach mal keinen Bock hat, irgendwie etwas zu tragen, was irgendwie so ein bisschen unbequemer sitzt so über den ganzen Tag, ist so eine Jeggings schon eine sehr, sehr geile Alternative, weil ihr die Optik der Jeans habt, aber halt nicht die anderen störenden Elemente sozusagen. Ich hoffe, es waren wieder einige hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich habe euch natürlich alle Jeansmodelle, die ich heute gezeigt habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt und auch noch ein paar weitere. Also geht da super gerne mal stöbern. Wenn euch heute was gefallen hat, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne nachshoppen. Und ich persönlich muss ja sagen, es ist immer wahnsinnig wichtig, einfach ein bisschen auszuprobieren und auch, naja, manchmal drauf zu pfeifen, was halt vielleicht das Beste ist, ja? Weil manchmal will man sich auch einfach nur irgendwie gemütlich anziehen und das ist alle unser gutes Recht, das einfach zwischendurch zu tun und, naja, dann einfach mal nichts drauf zu geben, wie die Figur aussieht, gell? Ganz lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!